Hallo, heute möchte ich drei kurze, schöne Gedichte von Heinrich Heine mit euch lesen. Das erste Gedicht ist Das Fräulein stand am Meere. Das Fräulein stand am Meere. Es seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr, der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, es ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Das nächste Gedicht ist der Brief, den du geschrieben. Der Brief, den du geschrieben. Er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. 12 Seiten, eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt. Das nächste Gedicht, ein Jünglein liebt ein Mädchen. Ein Jünglein liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den ersten, besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Das waren drei kurze Gedichte von Heinrich Heine. Danke fürs Zuhören. Tschüss.